Hallo, ein privater Fernsehsender war gerade für ein Interview da und wollte von mir wissen, wie sieht es aus mit den Finanzen von Querdenken? Was ist das für eine Rechtsform? Machen die Gewinne oder Verluste und ist das ein Problem, dass die Gelder auf Privatkonten eingehen? Nun, wir wissen, dass Querdenken nichts gegründet hat, nichts Offizielles. Jedenfalls behaupten sie, sie hätten selbst keine Rechtsform. Und wenn man keine Rechtsform begründet, dann ist man entweder ein Einzelunternehmer oder, wenn man mit mehreren Personen unterwegs ist, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Dazu hat man schon einige Ausführungen gemacht. Es ist eine GbR, die noch dazu gewerblich tätig ist, weil sie nachhaltig und mit Gewinnerzielungsabsicht am Markt und Rechtsverkehr teilnimmt. Sie macht Ansprüche geltend, zum Beispiel gegen den goldenen Aluhut, oder sammelt Spenden ein und das nachhaltig. Das ist zunächst einmal nicht verboten. Man darf Gelder einsammeln. Ich kann dazu aufrufen, hier ist meine Kontonummer, bitte schenkt mir Geld. Man muss diese Einnahmen allerdings versteuern, wenn es im gewerblichen Umfang stattfindet. Das ist eine eigene Einkunftsart. Das ist denen vielleicht erst später bewusst geworden, aber es muss kein Problem sein, wenn sie die Steuern auch rechtzeitig abführen. Spannend ist aber die Frage, wie viel Kosten, wie viele Einkünfte hat denn Querdenken eigentlich? Und da gab es schon mehrere Anfragen von der Presse, auf die Herr Ballweg immer sagt, naja, ich verstehe Ihre Neugier, aber ich sag euch einen Scheißdreck. Er sagt nicht Scheißdreck, sondern er sagt, ich muss dazu keine Auskunft erteilen. Transparenz ist nicht mein Ding, ich bin dazu auch nicht verpflichtet. Ich erkläre allenfalls etwas dem Finanzamt im nächsten Jahr 2021 im Herbst, wenn ich eine Steuererklärung abgebe. Kann man so machen, aber es ist bezeichnend, dass Herr Ballweg auch auf die Vorhalte, dass er Gewinne erzielt, zuletzt also auch auf Twitter die ausdrückliche Frage, nicht dementiert. Denn es wäre naheliegend, wenn man Spenden sammeln will, wäre der beste Motivator dafür zu sagen, hallo, ich habe meine Kosten noch nicht gedeckt, ich habe noch Verluste aus einer Demonstration oder aus einem abgebrannten LKW, dann motiviert das die Leute zu spenden. Aber Herr Ballweg wird vermutlich davor zurückschrecken, falsche Tatsachen zu behaupten, wenn es um Geld geht, denn dadurch würde man ja einen Betrug begehen. Das gleiche gilt, wenn man die Spenden einsammelt für einen Zweck, für die später das Geld nicht verwendet wird. Da hat man also einen Ansatz von Transparenz oder Rechenschaftspflichten. Wenn man also nicht sagt, ich brauche das Geld dringend, dann braucht man es wahrscheinlich nicht dringend. Und auch auf die Frage, stimmt es, Herr Ballweg, dass Sie Gewinne machen mit Querdenken, hat er nur mit der Pressemitteilung geantwortet, wo er eigentlich auch hätte dementieren können, wenn er also mehr Ausgaben gehabt hätte. Also gehen wir mal davon aus, dass er wohl Gewinne macht. Ist das plausibel bei den Ausgaben, die im Raum stehen? Ein Aussteiger aus Berlin sagte, 500.000 bis 1 Million kostet es alleine. Und dieses Geld muss ja irgendwo auch hergekommen sein. Dann sieht man, dass hier ganz erheblich wohl auch Einnahmen sprudeln. Wir sehen das zum Beispiel auch, wenn es einem Schweizer gelingt, mit einer Quatschwette über 100.000 Schweizer Franken innerhalb von kurzer Zeit einzuwerben. Eine Quatschwette, die Professor Drosten aus der Reserve locken soll, damit er Auskunft darüber erteilt oder Beweise vorlegt, ob jetzt dieser Virus existiert oder nicht. Natürlich wird Herr Drosten auf so eine Quatschwette wohl nicht eingehen, zumal wir in anderen Fällen schon gesehen haben, dass man dann sehr großen Aufwand hat und viel Zeit braucht, um dieses Geld tatsächlich einzufordern. Aber wir sehen, dass es nicht nur die Kartons sind, wo der ein oder andere mal einen Zehner reinwirft, wo die Spenden herkommen, sondern offensichtlich gibt es da draußen Unternehmer, die eine hohe Motivation haben, dazu beizutragen, dass eine laute, schrille und möglicherweise auch aggressive Bewegung auf der Straße unterwegs ist, die der Politik zeigt, es ist nicht egal und es gibt hier einen Widerstand. Ganz gleich, wie gut diese Argumente sind. Man sieht wohl auch beim Teil-Lockdown, dass sich die Regierungen damals nicht getraut haben, härtere Maßnahmen durchzusetzen. Und wir sehen es auch jetzt am Zaudern, dass wir spät dran sind mit den effektiveren Maßnahmen. Und das ist vielleicht ein Verdienst davon, dass eben diese Initiativen auf der Straße waren, insofern durchaus erfolgreich. Und dort, wo effektiv Protest geübt werden kann, gibt es auch Leute, die wirtschaftliche Interessen haben und das finanzieren. Das sind wohl Unternehmen, die im Grunde genommen sagen, es wäre wirtschaftlich besser, wenn wir einfach zum Beispiel die ältere Bevölkerung opfern. Die sind keine wichtige Käuferschicht mehr für uns und wir würden die Pandemie möglichst mit geringen Einschnitten wirtschaftlich fortsetzen oder uns dran gewöhnen und mit dem Virus leben. Also diese Position lässt sich in der Politik nicht gut vertreten, sie hört sich nicht gut an. Da ist es besser, man hat andere, die mit kruden Theorien auf die Straße gehen und genau dafür einstehen. Die sagen natürlich nicht, lass uns die Alten opfern, sondern sie sagen so etwas wie,
Es sterben genauso viele Leute wie vorher. Man nimmt dann halt irgendwelche Zahlen, zum Beispiel die Sterbezahlen nur bis Oktober und lässt dann den November und den Dezember weg, um zu sagen, wir haben gar keine Übersterblichkeit oder sie ist nicht nennenswert oder die verrückten Theorien. Wo sind denn die ganzen Toten? Wo sind denn die Kranken? Die Intensivstationen sind leer. Wer kann sich leisten, so einen Quatsch zu behaupten? Nur Leute auf der Straße, die sagen, es ist unser Anspruch, quer zu denken und Wissenschaft spielt keine Rolle. Wir nehmen Wissenschaftler auch nicht ernst. Und dafür gibt es tatsächlich eine Nachfrage und Sponsoren, die das finanzieren.